Colton Burpo ist ein ganz normaler Junge. Als Sohn einer Pastorenfamilie wächst er im Bundesstaat Nebraska auf. Doch mit 3 Jahren bekommt er plötzlich starke Bauchschmerzen und hohes Fieber. Die Diagnose: eine massive Beschädigung des Blinddarms. Es folgen schwere Operationen. Weitere Abszesse werden gefunden und behandelt. Die Heilungschancen sind sehr gering. Colton überlebt. Für Familie Burpo ein Wunder. Bald spielt er wieder wie ein gesundes Kind. Die Computertomographien zeigen keinerlei Auffälligkeiten mehr. Doch 4 Monate später beginnt Colton über Dinge zu reden, die sein Umfeld in Erstaunen versetzen. Er berichtet unter anderem von seiner fehlgeborenen Schwester, von der er bislang nichts wissen konnte. Im Himmel sei sie ihm begegnet. Colton erzählt von Jesus, Johannes dem Täufer und wie es einmal im Himmel sein wird. Alles nur Einbildung? Das Erstaunliche: alle Berichte decken sich exakt mit biblischen Aussagen. Den Himmel gibt's echt, ist die unfassbare Geschichte eines Jungen, der den Himmel vor Augen hatte. Unglaublich oder erstaunlich? Urteilen Sie selbst. Den Himmel gibt's echt. Das Buch. Jetzt bestellen. In Ihrer Alpha-Buchhandlung.